Viele von euch haben wenig Geld. Ich kenne das aus meiner frühesten Kindheit her und auch jetzt noch. Denn ich muss ja viel Geld abgeben an den Staat. 60% und so Schweine wie Siemens zahlen kein Pfennig Steuern. Aber ich will mich nicht aufregen. Ich will mich nicht künstlich aufregen. Naja, nehmen die mir noch meinen Rasierapparat weg. Also, wie gesagt, ich war hier mal ein bisschen spazieren in Berlin. Am Teufelsberg, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Schön, es erinnerte mich so sehr an meine Kindheit. 55, so 50er Jahre. Wir hatten damals auch nichts, außer die Hoffnung. Und ja, das muss natürlich hier alles noch nachgeholt werden. Wenn man jetzt hier nach Berlin kommt als Außenstehender, dann denkt man, man wäre in eine Zeitmaschine gegangen und wäre irgendwie 1000 Jahre zurück. Oder eine Milliarde. Total glatt hier die Straßen. In der Eiszeit, ne? Naja, ich sag, lasse. Ich fahre manchmal in Urlaub, kann ich kurz erzählen. Viele, wie gesagt, ich habe ja eben angefangen zu sagen, dass ihr auch wenig Geld habt und ich auch. Und viele fahren dann trotzdem in Urlaub in die Dominikanische Republik oder nach Kapaun und so in die Länder, wo die Leute eigentlich mit den Urlaubern eigentlich gar nichts anfangen können, aber die Herrschenden dort können sich davon Pistolen kaufen, von den Devisen, heißt das, Devisen ist ein Wort, was ich selber noch nicht kannte. Ich habe es gerade erfahren. Auf jeden Fall, ich fahre immer weg und zwar ohne Geld, kein Pfennig. Und auch ohne Zeit, kostet auch Zeit, irgendwie so ein Urlaub. Ich meine, wenn ihr jetzt nach Italien fährst oder so, da bist du ja 4 Tage unterwegs oder so. Wenn du kein eigenes Auto hast, meine ich jetzt als Tramper, die nehmen einen doch gar nicht mehr mit. Die Schweine, die sitzen alle ganz alleine in Autos und als ich so alt war wie ihr, naja, oder weniger, naja, da bin ich ja noch viel getrampt und damals war aber auch schon sehr gefährlich, als Tramper konnte man auch umgebracht werden. Jetzt ist aber so, ich fahre nur noch in der Fantasie weg. Erstmal billiger, zweitens mal, man kann machen, was man will. Und das Essen ist gut. Und so ein Urlaub, der normalerweise 6 Wochen dauert vielleicht, oder 3, je nachdem, wer der eine oder der andere, kann in der Fantasie, ist in 2 Minuten weg. Dann kann man wieder woanders hinfahren. Ich war jetzt zum Beispiel in Schweden gewesen, kann ich kurz erzählen. Ein so schönes Land, meine Herren, haha, die ganzen Vorurteile, die gutmütigen Vorurteile, die dort, die man weiß aus Fernsehen oder aus Heften, aus normal oder aus Videos, aus Porno-Videos, sind dort hinter der Grenze sofort, zack, eine Horde nackter Blondinen auf mich zu, abgeknutscht, dann noch ein Elch rausgeholt aus dem Wald. Unter den Arm, hier, gib ihm eine Hand und so. Und der Elch, der hat solche Brocken von Füßen. Da muss man doch keine Schuhverkäuferin sein. Überleg mal, das wäre ja grausam, einem Elch Schuhe verkaufen. Aber ist egal, die sind sowieso so unfreundlich geworden hier. Wo war ich jetzt nochmal abgeschweift? Jetzt weiß ich, ich schwoff an der Grenze ab. Die Schwedinnen sind liebes... Gebe freudig und der Elch ist eins der größten Wappentiere der Welt. Darüber ist nur noch der Wal, der ja für Wal ist, glaube ich, weiß ich jetzt nicht, Wappentier von Österreich oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall
Weil Österreich würde ja auch gern bis an die See ranreichen. Hör mal, du kleiner versteckter Zipfel! Nein, ist alles heute ganz anders. Die Grenzen kommen bald alle weg, hoffentlich. Und dann brauche ich meinen Ausweis nicht mehr zeigen. Ist mir peinlich, mein Name und so. Dann wollen die Autogramme und hier und singen doch mal hier bei uns in der Zollstation. Und dann müssen wir Flügel auspacken und da oben auf dem Berg dann ein Scheißkonzert geben, da irgendwie. Also.